Wie in den letzten Videos schon angekündigt, ich mache heute einen Rotkohl. Den machen wir selber. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen bei Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Was wir dafür brauchen, habe ich hier schon mal vorbereitet. Als allererstes natürlich ein Rotkohl, da habe ich wahrscheinlich den größten bekommen, den es im Laden gibt. Der hat hier 4 Kilo. In der Beschreibung schreibe ich die Zutaten für 1 Kilo da rein. Dementsprechend habe ich jetzt hier so ein paar Sachen mehr. Des Weiteren brauchen wir an Gewürzen Pimentkörner, 2 Pimentkörner pro Kilo, genauso wie 2 Nelken pro Kilo und 2 Wacholderbeeren. Wir brauchen eine Zwiebel pro Kilo natürlich, 3 Esslöffel Rotweinessig, ein Lorbeerblatt, wir brauchen 2 Äpfel. Und wir brauchen 300 Milliliter Brühe und dann so eine Mandoline oder V-Hobel oder wie man das Ding auch immer nennen mag. Und so ein bisschen Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Und eine Geheimzutat, nämlich Pflaumenmus. Wir benutzen keinen Zucker, sondern süßen den Rotkohl mit Pflaumenmus. Hat den Vorteil, das gibt noch eine tolle Farbe. Also der wird einfach noch mal ein bisschen dunkler. Ich finde das immer ganz geil. Und hat einen ziemlich spannenden Geschmack. Ich mag das sehr gerne. Und was wir noch brauchen, ist ich habe hier so eine Teebeutel. Die kann man befüllen. So einen Mal-Teebeutel. Und da mache ich die Körner rein. Also hier Pimentkörner und Nelken und so was. Damit wir die später nicht rausfischen müssen. Und jetzt zieht man einfach den Teebeutel raus, den findet man relativ schnell in dem Rotkohl, kann den entsorgen und fertig. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Der muss dann zugezogen werden, der zieht sich aber immer so ein bisschen auf. Ich mache dann einfach hier mit den Fäden so einen Knoten ringsrum und knote den dann richtig zu hier. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. So, als erstes müssen wir die Äpfel schälen. Die Äpfel werden dann geviertelt, das Kerngehäuse rausgeschnitten und dann in Würfel geschnitten. Nicht zu grob, aber auch nicht zu fein, so einen halben Zentimeter, vielleicht halber Zentimeter großer Würfel. Die werden wir auch in Würfel schneiden. Nach den Äpfeln und den Zwiebeln, die ich jetzt in Würfel geschnitten habe, kommt der Rotkohl dran. Und dafür ziehe ich mir Handschuhe an. Und zwar ansonsten, der färbt ein wenig. Allein schon, weil ich danach noch ein anderes Video schneiden will oder drehen will. Und dann rote Finger habe, das wäre doof. Den Rotkohl, die äußeren Blätter mache ich erstmal ab, weil die sind etwas lederig. Und dann ist die Herausforderung, den zu schneiden. Am besten mit so einem spitzen Messer reinstechen und dann so runterhebeln. Das funktioniert dann immer relativ gut. So, und dann einmal so im Kreis einmal rumgehebelt. So, zack, das war's. Jetzt wird es nur noch leichter. Den werde ich fütteln, den Strung rausnehmen und dann in feine Scheiben schneiden. Wie ihr den Kohl schneidet, ist relativ egal. Entweder mit einem Messer. Oder ihr nehmt so einen V-Hobel oder eine Mandoline oder ihr macht das in der Maschine. Das ist euch überlassen.
Der Rotkohl ist jetzt ja, fein gehackt. Jetzt habe ich ein bisschen Öl in den Topf gegeben und darin schwitzen wir jetzt die Zwiebeln an und auch die Äpfel, so für etwa 2 Minuten. Und dann geben wir den Rotkohl dazu, die Gewürze und die Brühe und lassen das alles so ein bisschen köcheln. So, ich musste erstmal den Topf wechseln. Der war dann doch etwas zu klein. Man verschätzt sich tatsächlich, wenn der Rotkohl geschnitten ist, wie viel Volumen der braucht. Jetzt ist er drin. Ein bisschen schneide ich da noch rein. Jetzt kommt der Rotweinessig und die Gewürze dazu. Die kann ich da einfach so reinlegen. Und die Lorbeerblätter, mache ich einzeln rein. Die kommen nicht ins Säckchen, weil man die wirklich gut rausfischen kann wieder. Und im Übrigen ist das selbstverständlich wieder der Marloer Gartenlorbeer. Und dann wird alles ein bisschen durchgerührt und die Brühe kommt dann da noch rein. Der Rotkohl darf jetzt etwa 60 Minuten lang köcheln. Auf kleiner Flamme, das reicht. Was Sinn macht, vorher jetzt noch ein wenig Salz dazu zu geben, weil das Salz den Rotkohl so ein bisschen wässern lässt und dadurch dieser Garprozess einfach schneller geht. Noch nicht so viel, nachher wird nochmal abgeschmeckt, da kommt dann nochmal Salz dazu. Was jetzt aber auch dazu kommt, ist der Pflaumenmus oder das Pflaumenmus, das Pflaumenmus. Ich mache mal erstmal, ja, 4 Esslöffel rein und dann schmecke ich nachher nochmal ab. Der Pflaumenmus selber ist im Idealfall ein Kalorien- oder Zuckerreduzierter. Und Pflaumenmus selber hat den Vorteil, der ist im Allgemeinen schon mit Zimt gewürzt. Insofern brauchen wir jetzt keine Zimtstange dazugeben. Wer das möchte, kann das natürlich zusätzlich noch machen. So, 1,5 Stunden später. Das heißt, der Rotkohl hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert als gedacht. Der hat jetzt eine Konsistenz, dass er schön weich ist, aber immer noch so einen leichten Biss hat. Und genau da wollte ich hin. Wir sollten immer dran denken, also ich werde den jetzt in Gläser abfüllen und dann werde ich den irgendwann mal benutzen. Und dann wird er ja nochmal aufgekocht oder zumindest erwärmt. Und da hat er natürlich auch nochmal so eine kleine Garzeit hinter sich, wo er nicht matschig werden sollte. Ich habe noch ein wenig Balsamico-Essig dazugegeben, damit einfach noch ein bisschen mehr Säure da ins Spiel kommt. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen leckerer. Mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Relativ viel Salz genommen, weil dieser Kohl, der verbraucht einfach, also der zieht das Salz wirklich auf. Und noch etwas mehr von dem Pflaumenmus genommen, damit da auch noch ein bisschen mehr ja, Süße vorkommt. Und diese ganzen anderen Aromen wie Zimt, was im Pflaumenmus drin ist, denn auch ein bisschen mehr zum Tragen kommt. Macht es, wie es euch am besten schmeckt. Schmeckt das immer so ein bisschen ab. Und dann kann das eigentlich nicht schief gehen. Ich werde jetzt den Rotkohl in Gläser füllen und die werden dann zugeschraubt, auf den Deckel gestellt und dann kann der abkühlen und dann freue ich mich, dass ich den dann irgendwann auch benutzen kann. Unser Gewürzsäckchen, das nehme ich hier mal raus. Und die Lorbeerblätter können erstmal an die Seite. Und dann wird so ein Glas hier gefüllt. Oh, da ist aber ein großes Stück. Das mache ich auch mal raus. So. Möglichst sehr voll machen die Gläser, damit da keine Luft mehr drin ist. Das hält dann einfach wirklich länger frisch. Bisschen Soße noch mit rein oder ein bisschen Flüssigkeit. Ist ja keine Soße. So. Noch ein bisschen Flüssigkeit. Und dann wird das zugedreht und so hingestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte dem so sein,
ich freue mich immer über diesen Daumen hoch. Und also unten, unter dem Video, da könnt ihr so einen Daumen hoch anklicken. Das, mir hilft das. Und wenn ich den einen oder anderen durch ein tolles Video begeistere und dadurch einen Abonnenten mehr bekomme, das freut mich natürlich auch ungemein. Dadurch, dass wir den Rotkohl mit Pflaumenmus gemacht haben und nicht ausschließlich mit Süßstoff, müssen wir uns tatsächlich ein Dings da anschreiben. Ich habe mal überschlagen, also ist so ein halber Dings da pro Portion. Wer ein bisschen mehr Rotkohl als Beilage isst, darf sich auch ein Dings da anschreiben. Ich denke, mit einem Dings da ist man einfach gut bedient. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.